So, willkommen jetzt in der Küche. Wie versprochen, Mandelmilch. Das ist ja immer so ein großes Problem bei Kunden, mit denen wir sprechen, dass sie sagen, das ist entweder im Bioladen zu teuer, kostet in der Regel zwischen 3 und 4 Euro und das selbst zu machen sei zu aufwendig. Im Grunde braucht man allerdings A, nicht viele Zutaten und B, nicht viel Zeit dazu. Die Mandeln können und sollten blanchiert werden, weichen die mindestens 8 Stunden vorher in warmem Wasser ein und geben dann ein Viertel bis einen halben Teelöffel Salz in das Wasser und lassen es einfach sitzen. Wichtig ist, die Mandeln tatsächlich vorher einzuweichen. Wer das nicht tut, läuft Gefahr, die Phytinsäure, die sich um die Mandeln quasi umgibt und die Mandeln schützt, für den menschlichen Organismus und Körper allerdings nicht besonders erträglich und gesund ist, mit auf sich zu nehmen, gerade in den rauen Mengen, die man Mandeln zu sich nimmt, wenn man Mandelmilch konsumiert, sollte das verhindert werden. Deswegen bitte immer als Merke einweichen vorher. Meine Mandeln haben jetzt 8 Stunden im Wasser gelegen, sind jetzt quasi vorbereitet und genug gequollen fürs Mandelmilch machen. Und dafür mache ich jetzt Folgendes. Ich gieße das Wasser, das alte, ab. Das brauchen wir auch nicht weiter, bitte nicht weiter verwenden. Ich lese immer in diversen Blogs, dass mit dem Wasser weiter gekocht und hantiert werden kann. Ich rate dringend davon ab, weil in dem ja letztlich die Phytinsäure noch gespeichert ist. Dann hätte der ganze Akt des Einweichens de facto keinen Sinn mehr gemacht. Wenn das abgetropft und abgewaschen wurde, kommen die Mandeln einfach in einen Hochleistungsmixer oder in einen sehr guten konventionellen Mixer. Wer möchte, kann jetzt sein gefiltertes Wasser, circa 1 Liter auf eine Tasse. Ich mag meine Mandeln nicht besonders süß. Ich gebe dann immer noch eine kleine Prise Salz dazu. Man kann aber genauso gut noch Vanille oder andere Gewürze wie Kardamom oder Zimt reingeben. Dann kommt das Ganze jetzt auf den Mixer. Circa 1 Minute, 30 Sekunden bis 1 Minute auf. So, jetzt haben wir eine milchartige Substanz. Ich nehme jetzt mein Nusssieb. Das wird in ein Behältnis gegeben und ich gieße jetzt meine Mandelmilch in dieses Nusssieb, schön langsam. Und jetzt muss ich mit etwas Kraft und wie beim Melken das Nusssieb auswringen. Das ist etwas, wahrscheinlich der zeitaufwendigste Aspekt, dauert in der Regel so um die 2 Minuten. Wichtig ist, die gesamte Feuchtigkeit aus dem Nusssieb zu ziehen. Und das Schöne beim Mandelmilch machen ist, dass wir jetzt nicht nur eine ganz hervorragende, ganz frische Mandelmilch haben, sondern auch eine schöne homogene Masse aus dem Restmandel, die jetzt ganz wunderbar für Desserts, Rohkostkäse oder Palakpanier weiterverwendet werden können. Und so habe ich de facto auch keinerlei Abfallprodukt, kann alles weiterverwenden und das spart umso mehr Geld. So, mit abgefüllter Mandelmilch kann ich euch nur einladen, das mal auszuprobieren und natürlich uns auch hier im Sprout zu besuchen. Wir führen tatsächlich noch mehr als Mandelmilch und tolle Rezepte und sind glücklich, wenn wir übers Essen und durchs Essen miteinander ins Gespräch kommen können. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de